Hallo und willkommen zurück zu XCOM Chimera Squad. So, hier brennt es schon lichterloh, aber wir haben bald Freitag, da tut sich was und in zwei da haben wir hier, genau, Krisenmanagement, das ist doch okay, dann reduzieren wir die Anarchie, also das ist, denke ich, alles im Rahmen noch. Der Plündermarkt ist da. Glücksblüte, Serie, was war denn Serie? Keine Ahnung. Plasma-Granaten, da haben wir schon Any. Serie, war mal Sturmgewehr. Wer kann denn Sturmgewehre nutzen und was haben wir dann? Also ich sehe erst mal gucke. Maschinenpistole, war das? Das ist Schrotflinte. Du hast diese MP. Du hast eine Pistole. Du hast ein Sturmgewehr. Du bist aber eh nicht dabei. Du hast eine Pistole. Du hast auch ein Sturmgewehr. Du bist ab und zu dabei. Die Sturm. Nee, verbannen. Das haben wir verbannen. Das ist schon okay. Da brauche ich das andere Ding nicht. Dann können wir uns die Infos hier eigentlich sparen. Und obwohl, wer hat denn eine Magazinerweiterung? Vor kurzem ist der graue Phönix in den städtischen Raumhafen eingedrungen. Wenn es Ihnen gelingt, ein Raumschiff zu starten, können Sie verheerenden Schaden anrichten. Schaltet den grauen Phönix aus. Okay. Das ist interessant. Aber ich habe hier Notfallausbruch. Das ist die Endmission vom Graue Phönix. Das ist interessant. Geht dann schon das Spiel aus oder? Keine Ahnung. Ich wollte was gucken. Wer hat denn eigentlich alles eine Magazinerweiterung? Hier haben wir eine fortschrittliche dran. Das wäre eventuell so eine Sache, oder? Überragende Magazinerweiterung. Komm, die holen wir einfach mal. So. Dann. Okay, wir können hier nochmal alles. Genau, hier machen wir zwei Dinger weg. Das ist, denke ich, gut. Sehr schön. Dann können wir hier einfrieren. Passiert hier auch nichts. Und dann machen wir sehr schnell einen Ausbruch, bevor wir das hier angehen, würde ich sagen. Genau. So, da können wir was austauschen, weil wir haben jetzt eine überragende Magazinerweiterung. Extraschutz, Zielanalysierer ist, denke ich, okay. Schockgranate, was macht die Nummer? Ach, die betäubt. Du hast eine Verrätergranate, die Stasisgranate. Ja, ein Ereignis. Machen wir. Und dann müssen wir, oder können wir wohl oder übel, die Endmission vom Graue Phönix machen. Da bin ich mal gespannt. Zivilisten werden angegriffen. Halten Sie den Ausbruch auf. Oh oh. Okay, so Mission. Ja, ich würde halt gerne mit der Zephyr zuerst gehen. Naja, dann kriegt halt um, wir haben nur eins. Dann kannst du Holo-Scanner machen. Gehen wir am Torg bis die Rüstung. Das ist auch nicht verkehrt, denke ich. Kann ich nichts machen? Ja, machen wir so. Bewegung, Leute! Okay, was haben wir alles für Unhold? Eine aggressive Kobra und ein Legionär. Ein Soldat und ein Schläger. Kobra. So, Blueblood. Dominator.
100. Aber hallo. Sehr schön, der müsste dann eventuell Geschichte sein. Das ist auch nicht schlecht, dass da... Ich könnte die Cobra da mal 83... Das sind nur 83%. Wir haben eigentlich nur auf den Soldaten. Das lohnt nicht. Da würde ich sagen... Legionär. Kriegt er noch was hier. Wow. Ja. So, jetzt müssen wir Feinde im Akkord killen. So, wir gucken mal. Nummer 2 und 3. So, was kann ich denn hier für eine Mengekontrolle machen? Könnt die dort zumindest schon mal killen? Oh, ich könnte das dort noch aber machen. Das ist doch gut. Dann geht eventuell dieser Nummer 2 drauf und der Nummer 3 kriegt gut Schade. Das sind mir eindeutig zu viele. Das ist doch eine gute Idee, denke ich. So, sehr schön. Ich glaube, der hat nur noch die Hälfte. Ist desorientiert. Hey, nein. So, Blueblood, du musst... Komodo, der schwebt. So, Cobra weg. Soldat. Jäger. Kritisch brennt, sehr schön. Ah, der nimmt nur einer Schade, das ist halt schade. So, komm, schieß auf mich. Bestätigt. Schalte das Ziel aus. Aber nicht Kritte. So war das nicht abgesprochen. Das sind die Nummer 3, die 2. Sie wollen sterben? Dann bleiben Sie hier. Zielwaffe wird verfolgt. Daneben, daneben, sehr schön. Okay. So, wir müssen jetzt definitiv das machen. Schockgranate. Betäubt. Werfe Granate! Mal, verwürfelt das ist. Betäub 2, das ist sehr schön. Da macht er nämlich nichts. Mir könnte. Das ist garantiert. Wenn wir stockern. Und du bist betäubt, das ist schon mal gut. Da hinten ist noch so eine fiese Schlange. Ändere Position. Weg da, so. Wenn du nicht sterben willst. Blasengranate. Komodo, das geht sogar. Werfe Granate. Ah, verdammte Axt. Verdammte Axt. Dann halt... Giftspucke. Naja, vielleicht greift das nachher. So, die Schlange macht nichts. Zephyr. Das ist ungut.
Der hat Feuerschutz. Ehrlich. Ah, das ist ungut. So, der brennt. So, der macht Gott sei Dank nichts. Hier am Bürste, warte mal. Dann flicken wir dich mal wieder zusammen. Eventuell könnte ich Kooperation machen. Ich stell sie auf, du haust sie um. Hat nicht gereicht, schade. Hier kann ich ihn nicht ziehen. Was hast denn du? Schusshagel. Warte mal. Teamarbeit, Teamarbeit. Teamarbeit. Wer könnte man Teamarbeit machen? Wer könnte Teamarbeit kriegen? Das wäre, glaube ich, jetzt the way to go. Blue Blood eventuell. C4 kommt wahrscheinlich nicht hin. Ich versuche mal Blue Blood. Dann könnte ich jetzt nämlich hier hingehen. Ich eile. Also ein Ziel kann ich die nicht. Ich sehe dich. Das funktioniert nicht. Ich kann dann Hexions. Das hier machen. Oh ja. Ich habe keine Munition mehr. Das ist egal, Blue Blood. Du brauchst sie nicht. Du haust sie einfach nur K.O. Das Ziel wurde festgenommen. So, okay. Gut, gut, gut. Ist doch unnötig knapp geworden. Diese dumme Explosion noch von dem anderen Auto, wo der andere zivilisten neben dran gestanden hat, das war ein bisschen blöd. Oh, Meisterwerk Sturmgewehre, das trifft sich gut. Genau, so, das ist alles okay. Zahltag. Meisterwerk Sturmgewehre. Kaufen. So. Das andere lohnt eigentlich nicht, aber ich meine. Ich mach's mal noch. Zephyr hat eine Narbe. Wann muss ich das machen? Okay, gut, dann kann ich auch die Dings nehmen. Warte mal, ich habe eine Idee. Wie lange? Ach, du bist in der Ausbildung. Das ist natürlich doof. Was hast denn du für eine Narbe? Geschwächt. Oh nein, das ist gar nicht gut. Was könnte man dann hier?
Die Frage ist jetzt, wenn ich hier jemand anderes rinklicke und einfach nur so gucke, wie lange es dauert. Zwei da. Sorry, Cherub, dass du ist momentan wichtiger. So, warte mal. Was man hier. Das soll heute mal nicht machen. Was wir jetzt machen, wir können es. Genau, Schleppnetz können wir mal holen. Sollen wir hier noch. Ne, so viel Infos haben wir nicht. Ugh, Mist. Was ist denn hier? 40 Infos, 70 Infos. Ich würde sagen, Schleppnetz auf das da. Senkt die Unruhe im Distrikt. Könnte man eventuell hier. Und dann machen wir das da. So, genau, Krisenmanagement, sehr schön. Das sieht schon viel besser aus. Ach, Mist, das reicht nicht. Es reicht nicht. Na gut, dann nehmen wir halt die, dann nehmen wir halt die Mission an, müssen wir halt die Dings mitnehmen. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Hoffe ich doch. So, wir können uns schon mal vorbereiten. So, warte mal, was war schon du für Ausrüstung? So, das brauchst du alles nicht. Einsamer Herold, genau. Sturm und Schuss ist gut. Magazinerweiterung. Warte mal, das machen wir anders dann. Extra-Schutz, ne, Plattenweste kriegst du. Du kriegst eine Sprengladung. Du nimmst Medikit mit und Krallengeschosse. Genau, das ist gut. Sag mal, das schafft ihr. Weiß ich nicht. Der Holoscanner ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Überragender Schaft, ja klar, du behaltst das dort, das ist keine Frage. Wen haben wir noch dabei? Torg. Hast du noch irgendwas an der Waffe, was man abmontieren kann? Nee. Oh, warte mal, der Reflexgriff, den brauchst du nicht, den kriegst du. Das ist viel besser. So, dann hätte man schon unsere Ausrüstung und dann. Oh, da ist sonst nichts los, das ist gut. Ja, dann müssen wir das machen. Wie schaut es denn hier aus? Minus 2 Unruhe, minus 3 Stadtanarchie. Sehr schön. Ja, bin ich mal gespannt, was da abgeht, aber das machen wir erst bei der nächsten Folge, weil ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern. Heute mal ein bisschen kürzer. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.